geklappt dann, oder? Nö, geht gar nicht erst. Okay. So, dann verkaufen wir erstmal Holz, Eisen, Holz füllen. Zurück. Ach so, da sind die Routen hier noch aktiv. So, die Madame unten kann direkt weiterarbeiten. Ich fülle jetzt erstmal das Lager. So, ich hätte auch zwei drücken können einfach, ne? Damit Aline durchgehend arbeiten kann. Oh, wir sind Schmiedechefs quasi jetzt. Wir können eine Gießerei bauen. Ah, schade, man kann nicht mehrere Rohstoffe nehmen. So, ich versuch's nochmal. Standardroute hier. Leg los. Und sie hat jetzt wieder einen Dolch genommen. Ich ignoriere sie jetzt erstmal. Okay, und er holt Nachschub. Das ist das Wichtigste. Ja, sie hat jetzt eine Sache aufgenommen. Es gibt aber noch Dolche. Und rennt nicht los. Moment, ich schicke sie nochmal weg. Vielleicht ist das, wenn nicht fünf Dolche da sind, so wie es eigentlich in dem Routenauftrag quasi drin steht. Vielleicht weigert sich die KI deswegen. So, Standardroute zuweisen. Ne, nimmt ein. Und geht nicht los. Ach, Moment. Mindestens 10, maximal 1. Deswegen rennt die nicht los. So, und du sollst mindestens... Und Max... Ja, die Einstellung ist echt unterschiedlich hier. Das ist ja unfassbar. So, Max, Min... Route jetzt richtig? Jetzt gehst du los? Okay, warte, ich deaktiviere die Route nochmal quasi. So, einmal anschauen. Hier 5 und 5 abliefern und hier sollst du eigentlich auch 5 und 5 holen, ne? Ich hoffe, das klappt irgendwie. Ich gehe mal auf Min-Max 5. Am Markt, da sollte ja immer vorrätig sein. Hier immer quasi das Maximum an Dolchen mitnehmen. Okay. Route zuweisen. Okay. Sie hat es jetzt aufgenommen. Und es steht da. Ist sie jetzt unterwegs oder nicht? Ja, guck. Ah, ich hab's kapiert. So, prima. Endlich. Was brauchen wir an Material hier? Eisen. Es ist nämlich schon wieder keins mehr da. Ne, hier hin musst du. So. Oh. Okay. Kapiert? Passt schon. Theoretisch brauchen wir auch einen zweiten Fuhrmann, der einfach nur Rohstoffe hin und her transportiert, oder? Immer 5 und 5. Sonst kommen wir nicht hinterher, vermute ich. Weil die Allee ist einfach zu schnell. So. So, die Alina rennt jetzt zum Marktplatz wieder. Alleen hat genug Rohstoffe. Also ich finde es ganz schön. In der Aufnahmesession haben wir, finde ich, halt klar, neu gestartet, sicher. Aber wir haben halt auch was Schönes rausgefunden mit den Routen. Also, oder ich habe es jetzt nach längerer Zeit einfach mal kapiert,
wie ich das hier einzustellen habe. Ich habe auch nicht sehr intensiv geguckt, muss ich zugeben. Aber das geht jetzt schon und vielleicht ist ja der Nachschub schneller da als der Verbrauch. Und das könnte halt ganz gut bedeuten, dass wir mit dem Hive dann auch noch produzieren können. So, jetzt ist wieder da gewesen, nimmt sich die drei Dolche mit, tingelt wieder los. Das ist doch ganz okay. Gut, haben wir das? Im Moment haben wir eine automatisierte Produktion halbwegs aufgebaut. Finde ich gut. Okay. Bedeutet, können wir was bauen? Wir können auf jeden Fall die Gießerei schon mal bauen. Nennen wir das Ganze Schick, Salz, Esse. Schick, Salz, Esse. Naja, strange. Die setzen wir hier auch neben. Ich möchte. Ups. Hallo? Ah, nein. Hallo? Hier war doch gerade noch grün. Okay, dann halt an die identische Kreuzung. So, Gebäude wird gebaut. Wie sieht's aus? Wir haben ein bisschen mehr Rohstoffnachschub, glaube ich, als Produktion. Irgendwann könnte das problematisch werden. Aber nur irgendwann. Zumindest kann der Hive dann jetzt mitproduzieren, dann ist das alles gar nicht so schlimm. Dann ist nämlich mehr Verbrauch als Nachschub, dann geht es in die andere Richtung quasi. So, und wir haben freie Erfahrungspunkte, weil ich nicht gesagt habe, mach bitte weiter in der Schmiedekunst. Ah, dafür müssen wir aber Bürger sein, deswegen sammeln wir jetzt freie Erfahrungspunkte. Okay. Wir könnten natürlich auch jetzt Steinverarbeitung Erfahrung reinballern, aber das ist, glaube ich, nicht unbedingt zielführend. Das kann man später auch noch machen. Wie viel fehlt denn uns noch für Bürger? Hallo? Ah, da. 2600 Punkte, okay. So. Jetzt nimmt sie 6 Stück mit, weil zwei Leute produzieren. Ja, und wir sind jetzt bei 13 Eisen und Holz. Das heißt, wir könnten eventuell einen weiteren Fuhrknecht brauchen. Und hier haben wir dann auch endlich mal eine Esse, Quatsch, eine Esse, eine Gießerei. Und können bei dieser oder in dieser Silberkette Nägel und Eisenarmband produzieren. Und für die Silberkette brauchen wir Eisenarmbänder, Nägel. Okay. Das heißt, wir brauchen jede Menge Rohstoffe. Was ist das hier? Holzkohle, aha. Und Eisen. Okay. Da braucht man dann aber auch mehr Fuhrleute. Und ich bin mir nicht sicher, wie man die alle schicken muss, damit man es optimal hinkriegt. Ich kann ja schon mal einen Fuhrmann holen. Der wird auf jeden Fall mitbezahlt von dem kleinen Handwerksbetrieb hier. Da verdienen wir relativ gutes Geld mit schon. Wir müssten halt dann auch mal heiraten. So, wir können hier Brandschutz, Lagerplätze, auf jeden Fall Lagerplätze, Lagerplätze, zusätzliche Fuhrknechte vielleicht auch, Arbeitsplätze, Kundenzufriedenheit, Produktivität, Schutz vor Krankheiten und jetzt die 500er Grenze unterschreite ich jetzt einfach mal nicht. So, da kommt Nachschub. Der Halfdan ist fröhlich am Produzieren und nimmt dadurch Arbeitsplätze weg, sozusagen. Hört doch mal auf, mich immer So. anzublicken. Ich besorge jetzt mal aus der Mine eine Ladung Eisen für die Gießerei und vielleicht auch ein bisschen Silber. Kriege ich da auch Holzkohle? Nein.
Holzkohle bekommt man sicherlich woanders. So, perfekt. Ab zur Gießerei. Jawohl, Holzkohle bekommt man beim Förster. Sehr gut, dann sitzen wir aber trotzdem immer zwischen den Punkten, wo es das ganze Material gibt. So, und jetzt muss ich mal nachdenken. Wir kriegen 3 Nägel aus einer solchen Produktion raus und das reicht dann für 3 Silberketten. Bedeutet aber, ich muss auf einen Brocken Eisen 3-mal Silber besorgen. Und einmal Holzkohle, damit die Produktion adäquat Nachschub bekommt. Sprich, wir bräuchten jetzt zum Start 15 Silber und wir müssten eine relativ nervige Route uns festlegen, glaube ich. Aber das Schöne ist, der andere Betrieb dürfte jetzt halbwegs laufen. Also ist es egal, ob wir jetzt ein bisschen Zeit verdatteln und schauen, dass wir gut starten in dem Betrieb und eine gute Route hinkriegen. So, zack. Ach, komm doch. Nerv nicht. Komm, bei euch ist günstiger. Ich will bei euch kaufen. Automatisiert geht's bestimmt. Okay, egal. Gehen wir zum Markt, kaufen da den Start ein. So, dann versuche ich mich mal an der Route. Und zwar, hier muss abgeladen werden, ne? Abgeladen wird, eigentlich alles, ne? Eisen 5 von 5, sagen wir mal, oder 10 von 5. Ich sage einfach immer alles abladen. Silber 10 von und Holzkohle auch 10 von. Ne, wobei das funktioniert nicht ganz, ne? Egal. Ich sage einfach alles abladen. So, und dann Alltagsgüter, ist das das? Silberkette? Ne. Luxus? Nein. Alle wichtigen Waren. Schattengüter, Einrichtungen. Nahrung? Nö, auf keinen Fall. Da ist die Eisen, das Eisenarmband. Müsste nicht hier die Silberkette bei sein? Ne, bei Nahrung auf jeden Fall nicht. Ups. Warum geht denn das da immer aus? Alle Handelswaren. So, Nahrung, Getränke, Waffen, Rüstung und Kleidung. Ah. Da ist die Silberkette. Okay. Mindestens einen und maximal halt 10. So, das ist quasi der Start. Also wir laden erstmal eine Silberkette ein und fahren dann. Das heißt, aber das ist ein bisschen umständlich alles, ne? Eigentlich bräuchten wir da wirklich 2 Fuhrknechte, aber die gemeinsam zu timen ist halt schwierig, glaube ich. Fangen wir erstmal ganz unprofessionell an und sagen, hier ab zur Mine, tiefer Schacht. Nichts abladen, sondern bitte nur. Hallo? Rohstoffe, nämlich ein Eisen. Sagen wir maximal 2. Und mindestens 3 Silber, maximal 5. Ist halt nicht ganz sauber, aber. Einladen. Und eigentlich danach muss ich ja schon. Ne, Moment, das funktioniert hier so nicht. Löschen. Wir müssen eigentlich starten.
damit.